Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ja. Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Von dieser Seite aus kann ich die Tür nicht öffnen. Ein Fahrstuhl. Ich dachte nicht, dass wir den benutzen können. Oha, in die Garage. Da kommen wir später nochmal hin. Können wir gebrauchen. Ohne ihn würde der Raum ganz schön leblos aussehen. Hallo! Die Welt wird bald untergehen. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Tja. Hier kann man ja keinen Schritt laufen, ohne über einen Türsteher zu stolpern. Halt! Sie haben mir keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, dann geht es da auf die Bühne. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen. Halt! Wieso das? Nur Konferenz. Wir brauchen also auch noch einen Ausweis für Konferenzbesucher. Volto, Schloss. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Ja. Das funktioniert nur mit einem Schlüssel. Okay, wir müssen den Schlüssel besorgen. Eine Garage in der Garage. Was es in dieser Zeit nicht alles gibt. Tja. Ein Kartenschloss, das mit dem großen Tor verbunden ist. Ohne die richtige Karte tut... Die Karte haben wir noch nicht. Presseausweis. Das bringt nicht. Nee. Bode rüberschütten. Das geht leider nicht durch Wünschen. Okay. Vielleicht können wir... Oder nicht. Ach nee. Mit Gewalt komme ich. Tja, hier kommen wir nicht weiter. Ich komme hier mal raus. Oha. Von hier oben sieht die Menge gar nicht so groß aus. Selbst wenn ich rufe, werden die mich nicht hören. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Thema Anführer. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Na gut, die Sprüche könnten noch ein bisschen. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Hört mir zu. Hört ihr zu. Hört ihr zu. Hört ihr zu. Okay. Ja, schon bessere gehört. Und selber bessere gebrüllt. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv. Aufrührer, Augenschaft freigeschaltet. Yay. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten!
Reaktoren gehören verboten! Ich frage mich, wie viele Menschen hier wohnen. Reaktoren gehören verboten! Die Sprüche sind, naja. Reaktoren gehören verboten! Ich frage mich. Reaktoren gehören verboten! Da habe ich schon besseres gesehen. Oder unten muss die Garage sein. Reaktoren gehören verboten! Okay. Lass mal die Tür bewusst offen. Ja. Ah, vielleicht können wir ihn jetzt weglocken. Vielleicht reicht das. Sind sie aufgebracht genug? Um den Beleuchter wegzulocken. Hallo, darf ich dich kurz stören? Was ist? Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Ich komme später noch. Okay, das reicht noch nicht. Ich muss das Garagentor irgendwie aufkriegen. Hallo. Die Welt. Manche Leute. Tja, haben wir hier noch irgendwas? Den Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich nicht. Nö. Das bringt nicht. Bringt ja alles nix. Verstehe ich nicht. Ja, also. Vielleicht können wir die Kammer aufbrechen. Nö. Lieber nicht. Okay. Nein, nein. Reaktoren gehören verboten! Wo geht es da raus? Ich lasse sie lieber in Ruhe. Reaktoren gehören in verboten! Sehr, können wir uns mit ihm mal besprechen? Oh. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich geh mal besser wie. Tu das. Okay. Hallo, Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Da draußen ist ja ganz schön was los. Oh ja, die Demo ist echt ein Pulverfass. Ich bleib besser hier drin, bevor es richtig losgeht. Und dazu fehlt nicht mehr viel. Wie können wir was machen können? Tut mir leid, aber falls sich das ändert. Cool. Um die Demo noch anhalten können. Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Ich gebe es später zu. Reaktoren gehören verboten! Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Doch schon der Sprüche ausprobieren. Letztendlich müssen wir ihn ja irgendwie ablenken, um das Video reinzukriegen. Hallo, darf ich dich kurz. Was ist? Die Demonstranten. Echt? Ach. Sind noch harmlos. Ich komme spät. Okay, können wir den Mistgabel und Fackeln geben?
Da wird es noch bedrohlich aussehen. Was wäre denn hier? Von dieser Seite. Nee. Nein. Nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nee. Bestimmt nicht. Besser nicht. Ach nee. Die Verbindung zur Antenne ist hergestellt. Halt! Sie haben. Wieso das? Nur Konferenz. Tja. Na dann. Was machen wir nun? Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Mit dem nochmal reden. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Ja? Warum reagierst du so? Auf meine was? Meine Ohren? Wie? Weil sie so auf... Nein, so hab... Ja, das sagen sie ab. Ich komm später noch... Wie sie wollen. Okay, das bringt hier nichts. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Die können wir nicht aufstacheln. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Ja. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, also wir müssen danke. Irgendwie, wir müssen es irgendwie schaffen, dass die eine Menge hier Zukunft, nein, danke. So wütend wird, dass eine er... Eine strahlende Zukunft? Nein, danke. Selbst wenn eine strahlende Zukunft? Nein, danke. Der Tür steht, dass dem Tür steht zu blöd wird. Eine strahlende Zukunft? Hört mir nein, zu! Danke. Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Hallo? Ja? Warum reagierst du so? Auf meine... meine... Nein! Ja, ich bin nicht aufgewacht genug. Ich komm später nochmal wieder. Wie Sie wollen. Ich werde hier so schnell nicht weggehen. Reaktoren gehören verboten! Barriere irgendwie. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Reaktoren gehören verboten! Nee, eben nicht. Das Gegenteil sollst du tun. Reaktoren gehören verboten! Eine Garage kommen wir nicht weiter. Reaktoren gehören verboten! Damit sollten Reaktoren gehören verboten! Ein scharfes Messer. Reaktoren gehören verboten! Mehrere Sprüche versucht. Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Tja. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! 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 Okay, was das jetzt bringen soll, weiß auch nicht. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Hallo? Ja? Kahlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, was ihr anspielt. Sehr schön. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Ein Kahlschlag erregt ihn. Ist das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit! Wenn ihr nicht sofort aufhört, sehr gut. Lass ich den Platz räumen! Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung! Genau! Du, Fascho! Schnauze, ihr Körnerfresser! Oder ich zeig euch, was Kahlschlag ist! Ach ja?
Dann komm doch her, wenn du dich traust. Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört. Kahlschlag ist ein gutes Wort. Gutes Wort. Ich kann nicht mehr Deutsch. Und jetzt sind die doch ziemlich aufgebracht. Reicht das schon? Ach du meine Güte. Warum sind die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Okay, können wir jetzt irgendwas klauen, was uns... Autoschlüssel. Sehr schön. Dann können wir damit auch die Tür öffnen. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwie eine Karte für das Parkhaus kriegen irgendwie. Armaturen. Lieber nicht. Eine falsche. Okay. Ins Parkhaus. Vielleicht kommen wir jetzt mit dem Schlüssel die Tür. Oha. Das ist ein Fahrzeug drin. Abgeschlossen. So viel kann man Autoschlüssel. Oh je. Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? Mal sehen, was... Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Tja. Okay, jetzt haben wir Fachteile. Dieses Ding wird die Umwelt nie wieder ver... Das fährt nirgendwo mehr hin. Okay. Können wir damit... An dem Bund hin... Nee, nee. Okay. Vielleicht können wir jetzt nochmal dem... mit dem Typen reden, der zu seinem Auto rennen muss. Sagen wir, dass sein Auto... Ah! Ist schon unterwegs. Zu seinem Auto. Ah, okay. Jetzt sollten die Shots auf sein. Ah, die Shots sind jetzt auf, sonst kann er da durch. Salvador! Salvador, bitte kommen! Die Shots sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Ja. Damit kann ich die... Das war's nicht wieder zumachen. Faye! Ah. Er ist in der Rumpelkammer. Ah, da bist du. Wo ist dieser Dr. Braun? Der steht immer noch am Buffet, als wäre er festgewachsen. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Aha. Ein Orangensaft. Ah, er will ja was zu trinken. Das könnte sein. Das könnte was bringen. Tja. Ja, im Buffet. Weiß nicht. Nee. Wie weiß nicht? Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Du bist mit mir in die Rumpelkammer. Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Ah, ja.
Ich muss weiter. Nehmen Sie sich... Okay, wir müssen den ein bisschen betäuben und dann... Keine Ahnung. Ja. Du bist wirklich kein Orangensaft? Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, warum der kein Orangensaft will. Hat sich vorhin noch beklagt. Auf dem Schild sind ein Mann. Könnte der... Okay, vielleicht können wir ihn irgendwie zur Toilette locken. Und wenn die Schilder umgehen. Nein. Das wär's. Das bringt nicht. Das wäre eine Idee. Das, wenn wir hier einfach das Toilettenschild hinmachen, das wäre eine... Das ist wahrscheinlich nicht. Das ist, ja... Die Idee ist zu idiotisch. Da bist du ja endlich. Wo ist Dr. Braun? Ich konnte ihn noch nicht hierher locken. Dann beeil dich. Du musst ihn zu mir bringen, bevor er seinen Vortrag hält. Okay. Vielleicht mit dem Schraubenzieher? Oh, hoffentlich okay. Wird es niemand vermissen. Das geht tatsächlich. Dann tun wir das. Das Kloschild kommt jetzt hier ran. Und das Rumpelkammerschild kommt dann ins Kloschild, also ins Klo. Kabine. Nun. Muss ihm was zu trinken geben? Verstehe ich nicht. Möchtest du was zu trinken haben? Hallo. Ah, Sie. Das Essen sieht. Es sieht nicht kein Vergleich. Und vor allem nichts. Tja. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. So, wie kam war... Ich muss weiter. Nehmen Sie... Um starke Gewürze. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Na. Also die würde ich unter keinen Umständen. Oha, verdorbene Bohne. Das wäre jetzt zu auffällig. Nee. Nein, nein. Okay, müssen wir noch mal. Können wir in der Sekunde verdorbene Bohne geben. Sehr schön. Ab die Rumpelkammer mit dir. Wer sind Sie? Ich will, dass du das Indeskraftwerk abschalten lässt. Wieso sollte ich das tun? Du musst nicht. Ich kann es sonst auch machen. Was machen Sie da? Was soll das? Aha. Ich hab dir doch gesagt, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Fantastisch. Na, dann versauf's. Bevor sich die Kommission zur Beratung zurückzieht, erteile ich nun Inspektor Braun von der Internationalen Energiekontrollbehörde das Wort. Herr Braun hat im Vorfeld dieser Konferenz für die IOEC sämtliche Anlagen und Bauvorhaben von Indes Industries gründlich untersucht. Müssen das wieder aufspielen? Inspektor Braun, jetzt. Sie haben das Wort. Versau's jetzt nicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Video. Bei diesen Bildern müssen Sie doch zur Vernunft kommen. Und los. Mein Name ist Braun. In meiner Eigenschaft als IOEC-Gutachter
habe ich die Kraftwerke genauestens inspiziert und bin zu dem Schluss gekommen, die Kraftwerke von Indus Industries sind eine große Gefahr für unser Klima. Meine Untersuchung ergab zweifelsfrei, dass die Indus-Großkraftwerke zu einem Klimakollaps von globalen Ausmaßen führen werden. Wenn wir es ihm gestatten, unseren Planeten mit seinem Schmutz zu verseuchen, werden wir bereits bis 2050 mit katastrophalen Veränderungen des Weltklimas rechnen müssen. Globale Erwärmung, Abschmelzen der Pole, steigende Meeresspiegel. Dieser Mann ist nicht braun. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dies niemals geschieht. Indes hat recht. Das ist unmöglich, Dr. Braun. Was hat dieser Auftritt zu bedeuten? Ja, Narren. Sicherheitsdienst. Nehmen Sie diesen Mann in Gewahrsam. Als ob die jetzt alle... Die haben die Beweise... Das ist, wie immer, Beweise verignoriert und... Oh je, das läuft ganz und gar nicht nach Plan. Wie soll ich Salvador retten? Auf mich alleine hört ja niemand. Hauptsache erstmal ihn verhaften. Wie toll. Können wir irgendwie die Garagentore öffnen? Das geht leider nicht durch Wünschen. Tja. Schlüssel bringt's auch nicht. Der war für das Auto. Da kommen wir nicht durch. Wenn mich nicht an. Halt! Wieso das? Nur Konferenz. Ja. Oh. Was nun? Kein Mann am Ringwald! Stopp den Kahlschlag! Tja, hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht finden wir in der Rumpelkammer was, was dazu gelassen hat. Der Blutlache, oh Schreck. Meine Güte, so viel Blut, aber von Braun weit und breit keine Spur. Nur sein Koffer ist noch da. Das ist nicht gut. Mal sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere. Noch mehr Papiere. Ah. Eine Magnetkarte. Oha, wenn die könnte mir noch sein. Nützlich sein. Die werden wir brauchen. Für die Garage vielleicht. Natürlich Parkhofszugang. Wo der Beleuchter geblieben ist, weiß ich auch nicht, aber soll uns doch nicht jucken. Na, dann kommt hier rein. Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indes-Kraftwerke. Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom? Ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja.
Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer. Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Aha. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Geschichte wurde erzählt. Haudegen, dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Du und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe. In der Tat, das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Es wird auf jeden Fall.